Die Karriere des Komikers Andy Tai brachte ihn vom Schauspielen zu YouTube und wieder zurück auf die Bühne. Seine YouTube-Gruppe Muyao for Superplaying hostet auch Events wie Neujahrspartys und hat sich zu einem der beliebtesten YouTube-Channel in Taiwan entwickelt. Die 2 Millionen Abonnenten und über 400.000 Taiwan-Dollar monatliches Einkommen durch YouTube-Werbung sind allerdings nicht genug, um die Gruppe in die Top 10 von Taiwans bestverdienenden Kanälen zu bringen. Ein anderer bekannter YouTuber, Holger Chin, folgt dicht hinter Tai auf dem 15. Platz mit knapp unter 400.000 Taiwan-Dollar an Einkommen. Wer sind also Taiwans beliebteste YouTuber? Die Antwort mag viele überraschen. Auf Platz 1 kommt ein koreanischer Künstler, der mit einer Taiwanerin verheiratet ist. Er betreibt den Kanal JLee Painting, durch welchen er seine außergewöhnliche Fähigkeit, mit Alltagsgegenständen zu zeichnen, zur Schau stellt. Er hat fast 5 Millionen Abonnenten und verdient pro Monat 4,7 Millionen Taiwan-Dollar. Das sind fast 170.000 US-Dollar pro Monat. Auf Platz 2 ist der mit Computergrafiken aufgepeppte Parodiekanal Yes Ranger. Mit 3 Millionen Abonnenten und einem monatlichen Einkommen von etwa 1,8 Millionen Taiwan-Dollar pro Monat oder 64 Millionen US-Dollar. Auf dem 3. Platz liegt Terry Films, ein Kanal, welcher traditionelle taiwanische Snacks und Essen vorstellt. Mit mehr und mehr Erfolgsbeispielen von monatlichem Einkommen in Millionenhöhen ist es nicht verwunderlich, dass mehr und mehr Taiwaner davon träumen, selbst YouTuber zu werden.